Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu, ja, Icarus natürlich, ja, schön. Ich würde sagen, es geht ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich wollte die Gießerei ja haben. Ja, die Gießerei, die habe ich vertauscht. Die habe ich vertauscht. Ja, und zwar hier, Stefan schreibt, eine gute Wahl der Mission. Ja, du musst es da aufbauen. Gut, habe ich alles richtig gemacht. Und die Lehmwand schaut richtig gut aus. Nicht, dass es vorher schon mal erwähnt worden wäre. Genau, ich glaube, den Hinweis hatte ich von dir gehabt, ne? Dass du die auch ziemlich toll fandest. Die Scoria-Wand schaut so ähnlich aus, nur leicht verbrannt. Wer behauptet denn, dass du immer alles vergisst? Ich glaube, das behauptet keiner, aber das weiß ich selber. Die Gießerei bekommt keinen Wasseranschluss. Dieses Upgrade für die Schmiede und kann nicht schmelzen. Genau, an dem Ding. Ich dachte, die Gießerei wäre der Schmelzofen, also der fortschrittlichere Schmelzofen. Aber das ist ja gar nicht so, ne? Es gibt ja diesen dieser elektrische Hochofen. Genau, das hier, die habe ich einfach verwechselt. Gießerei und Schmelz, genau, und den Hochofen. Einfach nur verwechselt. Aber gut, dass du mir nochmal darauf hingewiesen hast. Auch der elektronische Hochofen bekommt keinen Wasseranschluss. Du wirst immer Wasser für Lebensziegel dabei tun müssen. Aber wenn du zwei Thermoskannen im Inventar hast und es aus dem See trinkst, sind alle Kannen auch voll. So kann man Bendy auch den Wasserdruck mal füllen. Jo, alles klar. Dann hätten wir das nämlich auch schon erledigt, ne? Sehr, sehr schön. Jo, was machen wir heute? Ich glaube, ich werde jetzt gucken, dass ich die Gießerei mal bekomme. Ja, das ist jetzt die Gießerei. Das ist die Gießerei, die wir dann bekommen. Die ich jetzt ja denn doch aufbauen wollte. Das ist der Hochofen, die Gießerei. Da fehlt mir noch die Titanplatte. Stimmt, da musste ich noch Titan finden gehen, ne? Weil das habe ich jetzt ja gar nicht hier. Mhm. Okay, dann geil, glaube ich, gehe ich nochmal da in die Höhle und schau mal, ob ich ein bisschen Titan finde. Aber bevor ich da reingehe, weiß ich, hätte schon längst hier mal was machen können. Warte mal. Meine Stöcker und Fasern, ne? Oh, nö. Um, da. Warte mal. Fasern. Habe ich nicht mehr ganz so viele. Ach, Mann. Okay. Warte, da gehen wir mal schnell raus. Da gehen wir mal schnell raus. Gucken mal, ob wir hier noch irgendwo Faser was Fasertechnisches finden. Reicht. Reicht nicht. Hätte ich vielleicht doch mit der Sichel machen sollen. Ah, egal. Jetzt passt das. Jetzt reicht das. So, einmal herstellen. Dann würde ich sagen, ja, dass ich nochmal nach Titan gucke. Da ist heißer Kakao drin, genau. Deswegen geht das nicht. Die nächste Mission, oh, warte mal, lass mich mal gucken, was die nächste Mission eigentlich hier wäre. Ja, das wäre dann jetzt da, ne? Ach nee, genau, die Extraktion, die haben wir ja abgeschlossen gehabt. Das wäre dann hier. Verfolgung, Ermittlung, Rang 4 benötigt. Oh shit. Das wollte ich das mit noch gar nicht. Ach, egal. Oh gut, das sind Planänderungen. Hello, Prospector. My name is Clark. Just between us, I'd advise you to watch your back when you're working with the group. They don't exactly have the best track record when it comes to the safety of their contractors. I'm not saying they're responsible, but, well, just be careful out there. There's not much else I can do for you from here. Ist aber auch ein weiterer Weg. Ne? Nee, das wollte ich jetzt heute nicht machen. Nö. Ich weiß. Ich wollte eigentlich auch nur gucken und nicht schon machen. Ne? Egal. Guck mal, wir packen das jetzt ganz kurz hier rein. So. Kann ich dich da? Ja, kann ich machen. So. Muss ich aber hier erstmal. Wieso habe ich hier.
Ah, warte mal. Guck mal, die Schaufel brauchen wir doch jetzt auch gerade nicht. Obsidian, den... Gut, dann hätte ich den Obsidian-Hammer mal nehmen können, ne? Ja, egal. Na, ist wurscht so. Ich leg das mal hier drauf. Und dann werde ich jetzt... Ach komm, ich hab so viel Kuschel drin. So, jetzt rüber mit euch. Essen? Essen nicht vergessen. Ja, das muss ich dann wieder mal sortieren. Nein, jetzt ist erstmal... das Titan dran. Jetzt gehe ich erstmal Titan. Aber du warst leer, ne? Nein, du warst nicht leer. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ganz schön voll hier, ne? Scoria-Ziegel packe ich jetzt auch erstmal mit da rein. Guck mal, da sind auch noch ganz viele Eisenerz, ne? Boah, okay, alles klar. Genau, wenn ich nämlich die Gießerei habe, dann kann ich nämlich auch mein Gebäude dahin. Dann fertig bauen, weil ich dann weiß, wie groß ist die Gießerei. Und dann den elektrischen Hochofen, dann muss ich aber noch Strom besorgen. Also so langsam geht es ja dann los mit Rang 4. Aber es ist ganz in Ordnung. Finde ich ganz, ganz in Ordnung und auch super toll. Wir werden jetzt heute nicht dazu kommen, großartig weiterzubauen. Kommt jetzt ganz darauf an, wie oft ich natürlich jetzt Titan bekomme. Schade, ne? Das ist diese Obsidian-Spitzhacke, Kaltstahl-Spitzhacke. Die gibt es bestimmt nur hier, ne? Die gibt's ja auf Olympus oder Styx gibt es ja gar nicht, weil das Material da ja gar nicht vorhanden ist, ne? Da müssten sie ja die Welt komplett abändern. Aber okay, finde ich schon ganz gut. Ich meine, das ist meine neue Karte, ne? Andere Materialien, die man denn nur hier finden kann. Macht das Leben auch ein bisschen spannender. Muss ich nochmal kurz gucken. Da muss ich rüber. Dann gehe ich nämlich da nochmal rein. Ne? Und mit dem Stampfer würde ich dann später auch da das Zeug machen, ne? Weil das ist eine Riesenhöhle. Das ist geschickt. Na jetzt. Hopp. Das ist schon ein bisschen blöd gebaut hier, ne? Aber ich glaube, da werde ich mir mal eine richtige Straße irgendwann mal hinbauen, ne? So einen richtigen Weg da. Weil ich dann ja da tatsächlich öfters hinlaufen werde. So ist zumindest mal der Plan. Gell? So. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich lasse Bendy einfach hier oben stehen, oder? Warte mal, da ist ja schon der Abgang. Genau, da wird es jetzt ein bisschen warm. Bendy lasse ich jetzt hier stehen. Guck mal, da wollte ich nämlich runter. Jawohl. Ich hoffe, ich finde noch ein bisschen Titan hier. Aber ich gehe doch mal ganz stark davon aus, ne? Da ist Kohle. Oh. Ja. Sollte man bei Gelegenheit vielleicht auch mal den Bogen abändern.
Western. Caveworm Vestige. Eine konservierte Erinnerung an einen einst großartigen Höhlwurm. Okay. Kenne ich ja gar nicht. Nee, das kenne ich ja gar nicht. So, dann wird gleich wieder gesprochen. Das Ernst mit. Ja. Der ist auch weg. Hier den Kupfer mit einpacken. Eine hübsche Erinnerung. Ja, gehen wir wieder zusammen Eisen. Erze jagen, ne? Ja. Titan, Platin, das ist sowieso so ein Zeug, was ein bisschen Mangelware hier herrscht. Aber eigentlich fällt man davon auch genügend, dass man zumindest mal ein bisschen was damit bauen kann, ne? Und ich werde auch hier was finden. Bin ich mir ganz sicher. Packen wir die Kohle noch mit ein. Schon 88 gefrorenes Erz, ne? Schon cool. Und ich glaube, dann werde ich das auch hier entsprechend besser aufbauen. Dass wir da alles ganz gut versorgt ist, ne? Und dann auch hier ganz gut hoch und runter kommst. So, nochmal Eisen. Ja, komm, so. Also zwei, drei Titanböbel hätte ich gern, ne? Würde ich mich schon mit zufrieden geben. Oh, und ich muss diese Umbauwerkbank. Ah, da kann ich auch bald die Level, die Rang 4 Ding aufbauen. Es ist, man hat immer hier und da zu tun und dann vergisst man doch das eine, ne? Ich wollte schon vor, keine Ahnung wie viel Folgen, diese Umbauwerkbank eigentlich hinstellen, ne? Und hab's bis heute noch immer nicht getan. Komisch. Wie ich doch immer alles so mich ablenken lasse, ne? Naja. Oh, Titano, wo bist du nur? Wo bist du, mein kleiner Titan? Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen rumgucken. Was haben wir da? Da haben wir Eisenerz. Ja, wo bist du jetzt? Jetzt irgendwie wieder hoch. Da ist Aluminium. Ah, guck mal. Titan. Was? Wie? Schon voll? Oh, verdammt. Nee, warte mal. Dann lass mich mal das da wegschmeißen. Aber auch einiges runtergerollt, ne? Titanerz. Titan. Ja, 30 Titanerz. Ach Gott, Alter, wo geht das denn hier überall noch hin?
Okay. Also da werde ich mir, glaube ich, echt zum Ziel nehmen, das ganze Ding hier mal auszuleuchten. Aber das werde ich mit Strom machen, ne? Warte mal, ich komme mal kurz zum Bendy. Und werde mal kurz meine Sachen abladen. Ah. Runter kam ich. Klar, runter kommt man immer. Runter kommt man immer, ne? Ja, ich glaube, das werde ich hier echt mal machen. Oh, ah, Momento. Komme ich da irgendwie wieder hoch? Ja, okay. Ich komme hier hoch. Hi Bendy, kannst du mir einen Gefallen tun und einfach mal das da nehmen? Genau, dann kann ich da unten noch mal ein bisschen nach Titan gucken. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht... Das ist ja Gold. Will ich jetzt nicht. Gucken wir erstmal hier lang. Komm jetzt her. Echt jetzt? Hallo? War doch vorhin schon da drauf. Nicht? War ich nicht da drauf? Da hätte ich schwören können, ich war da drauf. Heiliger Strohsack. Das ist auch eine große Höhle. Okay. Also hier war es kein Titan mehr. Allerhand, was du hier an Erze rausholen kannst. Einfach krank. Das ist Alu. Und hier oben ging es ja auch noch weiter. Gold. Oh, guck mal, da ist Platin. Dann packen wir das Platin auch mal mit ein. Alter Schwede, wo geht's denn hier überall hin? Weil hier ist Platin-Geschichte, ne? Auch noch Platin. Titan. Sauber. Oh, Level 36. Da geht's auch noch mal zu den Vulkanressourcen. Wow. Aluminium. Hier sind wir Platin, okay. Ah, heiß ist mir, ne? Heiß, oh Gott, oh Gott. Alter, Alter. Das ist Obsidian. Ja, aber die brauche ich jetzt erstmal gerade gar nicht mehr, ne? Obsidian. Das brauche ich jetzt gerade nicht.
Okay, hier geht's wieder runter. Okay, ich habe ein bisschen Titan ja bekommen. Das heißt also, wir könnten wieder zurück. Nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Gold brauchen wir nachher ja auch ein bisschen, ne? Also so im Laufe der Zeit, so hier und da mal ein bisschen. Ein bisschen Aluminium. Ja, aber ich... Naja, Rucksack ist jetzt voll, ja. Zumindest mal die Plätze sind schon mal voll. Dann können wir, glaube ich, noch ein bisschen Gold mitnehmen. Ja, fertig. Alles klar, alles komplett. Also heiliger Mistbangbam. Ja, muss ich mal gucken, welche Lampen ich hierfür verwende. Ja. Da wäre so ein Büffel. Vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, hier wäre so ein Büffel gar nicht mal so schlecht. Aber guck mal, was geht da auch noch mal runter, ne? Oh Gott. Ja, das nenne ich mal groß. Fliegedinger wieder, die Pustepilze. Keine Ahnung, was ihr da oben seid. Achso, warte mal. Die 6. Füttern, zack. Ja, denn hier habe ich noch ein bisschen was zu tun, ne? Und das, ja, habe ich noch was zu tun. Vor allem eine Strecke, wo Bendy besser laufen kann. Das wäre mal nicht schlecht. Der Klippe gehen wir mal ganz gemütlich dann vorbei. So, dann bin ich gespannt, wie viel Titan dabei rauskommen. Vielleicht reicht ja für diese paar Platten noch, Titanplatten. Wäre natürlich schön. Optional öffnen Sie das Escape-Menü und fordern Sie Nachschub an, wenn Ihre Missionsausrüstung verloren gegangen ist. Escape-Menü? Ah, hier. Missionsnachschub anfordern. Okay, das kenne ich auch noch nicht. Oh, warum nicht, ne? Wahrscheinlich, ja, wenn man sie mal verliert, dass man dann nicht die Mission nochmal neu starten muss, ne, sondern... dass man dann einfach neu anfordert und dann passt das. Gab bestimmt schon in der früheren Zeit, wo öfters mal die hin und wieder bei manchen Leuten die Rüstung dann plötzlich weg war. oder vergessen wurde oder... Ja, alles ist möglich. Ausdauer verbraucht. Na, Bendy, sei froh, du hast mehr Ausdauer als ich gerade. So. Ja, dann mach mal das Titan hier ganz schnell. Ah, das Ding ist im Arsch. So. Jetzt bist du hier oben. Okay. 0,2. Schon wieder nichts mehr drin, ne? Immer dieses nichts mehr drin. Okay, dann lassen wir mal weiter schmelzen, ne? Oh, das sehe ich aber gerade, das ist...
Moment. Ist gerade ein bisschen voll, ne? Mal Titan. Ja, Titan da mal rein. Guck mal, da ist noch Schwefel drin. Jetzt muss ich erstmal gucken. Boah. Das Schwefel heißt mal da rein. Ja, ich habe meinen zweiten Ofen, den habe ich ja in der Arktis jetzt liegen gelassen. Will ich jetzt aber auch nicht mehr bauen. Kommt sowieso bald das Neue, ne? Titanblöcke. Ja, da kommt ein bisschen was raus. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal. Und zwar... Das mal da rein. Ja, das ist auch schon so gut wie voll, ne? Oh Gott, oh Gott. Okay, das gefrorene Erz putzt hier rein. Das Golderz, Aluminium. Machen wir Kupfer auch hier rein. Und das Platin. Ja. Ist halt viel los, ne? Gut, machen wir das da rein. Dann sollte das einigermaßen funktionieren. Ja, machen wir es so erstmal, ne? Machen wir erstmal so. Ja, mal erstmal da rein. Gut, gut. Das war's dann aber auch schon für heute. Leider müssen natürlich mal ja gucken, dass wir ja noch 3 Platten kriegen. Das heißt, 3 Titanblöcke brauche ich. 9 Titanblöcke. Ob das jetzt ausreicht? Doch, müsste eigentlich ausreichen, ne? Weil habe ich schon, ja. Gut, machen wir Schluss für heute. Morgen geht's weiter. Hoffentlich dann mit der neuen Gießerei. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.